Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neu. Und natürlich haben wir auch heute mal wieder Spitzenclips mit dabei. Zum Beispiel von George Michael, von Rihanna, von Rose Stolz, von Glashaus. Und wir wollen direkt anfangen mit einem richtigen Highlight, und zwar Beyoncé. Die schmeißt in dem folgenden Videoclip erstmal ihren Typen raus. Die sagt sich einfach, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Du lässt immer den Klodeckel offen, du machst die Zahnpasta zu, bin ich zu. Mir reicht's jetzt, du musst gehen. Und dabei ist sie so arrogant, wie wir sie definitiv noch nie gesehen haben. Beyoncé mit Irreplaceable. Ganz viel Spaß. Es geht weiter mit dem nächsten frisch gepressten Videoclip hier bei Neu. Und von wem könnte das folgende Video sein? Ich gebe euch mal ein paar Hinweise. Und zwar sehen wir erstens ganz viele Männer in Pumps. Wir sehen Ballerinas, die irgendwie so oben ohne rumtanzen. Wir sehen Stripperinnen und wir sehen Frauen in Uniform mit Schlagstöcken. Das klingt verdammt nach George Michael. Und dreimal dürft ihr raten, der folgende Videoclip ist auch von George Michael. Das Lied dazu heißt An Easier Affair und kommt genau jetzt. Es geht weiter bei Neu mit unseren lieben Freundinnen von Rosenstolz. Anna und Peter spielen in folgendem Video ein Pärchen, das sehr, sehr arm ist. Die beiden leben mit ihrem Hund zusammen in einem Trailerpark, haben wirklich kaum Geld, müssen irgendwie bei Aldi einkaufen und es ist nichts da am Ende des Monats. Und deshalb, weil die beiden gerne mal nach Mallorca einfach wenigstens einmal in ihrem Leben in Urlaub fliegen möchten und die, was kostet so ein Flug, 39,90 Euro für so einen Flug, die haben sie halt einfach nicht über. Deswegen ist der Peter in folgendem Videoclip sehr erfinderisch. Guckt euch einfach mal an, Rosenstolz mit Auch im Regen. Nicht zu Hause nachmachen. Rosenstolz und Auch im Regen. Und nach der Werbung geht es hier weiter mit ganz tollen Sachen. Rihanna zum Beispiel, Exhibit und ganz exklusiv Premiere hier bei Viva. Zwei verliebt in Berlin Darsteller, die jetzt auch singen bzw. sprechen. Bis gleich. Weiter geht's jetzt hier bei Neu, wie immer mit Musikvideos, die ihr garantiert noch nie vorher irgendwo gesehen habt. Und wir machen jetzt weiter mit einer sehr interessanten Geschichte, und zwar nämlich von Rocco und Kim alias Manuel Cortez und Lara Isabel Rednick aus Verliebt in Berlin. Die beiden sprechen in folgendem Videoclip. Die Sängerin von Glashaus, die Cassandra Steen, ist auch mit dabei. Sie singt. Und die beiden sprechen darüber Romeo und Julia Texte und spielen dabei irgendwie eine moderne Version von Romeo und Julia. Es ist alles ein bisschen kitschig, ein bisschen kitschig, aber auch irgendwie romantisch. Hier sind Rocco und Kim und wahre Liebe. Viel Spaß. Mit zwei schicken Schnecken geht es jetzt hier weiter bei Neu, und zwar Milk und Honey. Also die heißen nicht wirklich so, wäre aber irgendwie auch sehr lustig. Eigentlich heißen sie Anne und Manel, und die Anne kennen wir noch von damals, von den Preluders. Die waren ja unglaublich erfolgreich und haben sich dann irgendwann gesagt, nach dieser ganzen erfolgreichen Karriere, jetzt reicht's aber. Wir hatten einen Nummer-1-Hit, mehr wollen wir gar nicht, und haben sich irgendwie aufgelöst. Die Anne hat dann sich gedacht, ach nee, das kann es jetzt aber noch nicht gewesen sein. Ich möchte nicht wieder zurück zu Aldi an die Kasse. Ich möchte gerne weiter Popstar sein. Und viele starten ja nach so einer Girlgroup-Geschichte erstmal eine Solo-Karriere. Aber sie hat sich gesagt, na, so ganz alleine ist auch langweilig. Und hat sich dann die Freundin vom Produzenten mit dazu genommen. Der Produzent heißt Uwe Fahrenkrog-Pedersen, und das Lied dazu heißt Habibi. Hier sind die beiden. Milk and Honey mit Habibi, und Habibi ist übrigens arabisch und heißt Freund. Da haben wir jetzt wieder was gelernt, und nach der Werbung lernen wir noch viel mehr. Dann geht's hier weiter mit zum Beispiel Rihanna und zum Beispiel auch mit Exhibit. Bis gleich. Weiter geht's jetzt hier bei Neu mit X to the Z Exhibit. Der hat mal wieder Musik gemacht, ne? Sonst ist er ja sehr mit Autos aufpimpen beschäftigt. Aber er wollte sich mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren, ist zur Musik zurückgekehrt. Und das Video, das folgende, ist irgendwie sehr asiatisch angehaucht. Und da hat der Exhibit sich, glaube ich, gedacht, da passe ich mich doch mal irgendwie looktechnisch so ein bisschen an. Und man muss ja sagen, Exhibit ist nicht unbedingt so der asiatische Typ. Die sind ja eigentlich alle sehr klein und zierlich. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, was könnte ich denn machen, um so ein bisschen asiatisch auszusehen? Und deswegen hat er, glaube ich, so dermaßen viel gekifft vor dem Videoclip, dass seine Augen wirklich nur so zwei kleine Sehschlitze sind. Also irgendwie sieht man seine Augen wirklich gar nicht, weil sie nur so kleine Schlitze sind. Und hier ist für euch Exhibit mit Concentrate. Wir machen jetzt weiter mit einer jungen Dame, die heute sich gleich zweimal in die Sendung mit reingeschmuggelt hat. Einmal war sie bei Rocco und Kim gerade mit dabei bei Wahre Liebe, und jetzt zusammen mit dem Moses Pelham, so wie wir es kennen, als Glashaus.
Also beziehungsweise als Band Glashaus. Und die lassen uns mal ordentlich in ihr Fotoalbum reingucken. Und weil Glashaus ja eine sehr erfolgreiche Band ist und die schon ganz viel erlebt haben in ihrem Leben und das folgende Video gerade mal 4:10 lang ist, ist dieses Video so dermaßen überladen mit Fotos. Da kommt von links ein Foto rein und von rechts und dann von unten und dann sind sie wieder weg und dann nochmal hier ein Foto und da ein Foto und ganz, ganz viele Bilder. Man muss diesen Videoclip eigentlich mindestens 10-mal gesehen haben, um alle Bilder wirklich mitzukriegen. Also ganz, ganz viele Fotos von Glashaus und das Lied dazu heißt In meinem Leben. Bitte sehr. Jetzt ist erstmal die Werbung angesagt und danach kommt hier die Rihanna vorbei und regelt sich gleich ordentlich am Strand. Das wollt ihr doch bestimmt nicht verpassen. Bis gleich. Hitradio 3 nimmt sie mit auf eine Zeitreise. Die Ö3 Zeitreise. Das Clubbing of Tour mit Ö3-DJ Eberhard Feucher und den Hits von den 60ern bis heute. Am 4. November im Dom im Berg in Graz. Am 11. November im Stadtcafé in Innsbruck. Und am 18. November im Kursalon in Wien. Die Hits im Jamba-Club. Keine Coverversionen, nur Originale. Für Von der Skyline zu Bordstein zurück, sende U1. Für Like the Wind, sende U2. Für London Bridge, sende U3. Für Unfaithful, sende U4. Für Prinzesschen, sende U5. Für Sexy Back, sende U6. Für Buttons, sende U7. Für 54, 74, 90, 2010, sende U8. Für El Temperamento, sende U9. Für Lord Give Me Sign, sende U10. Für Promiscuous, sende U11. Für Ikok in Main Bunker, sende U12. Für For You, sende U13. Für Crazy, sende U14. Für Das ist OR, sende U15. Für Man Eater, sende U16. Für I Like to Move, sende U17. Oder für Ride In, sende U18. Einfach als SMS an 0900 5x3. Wer hat das coolste Outfit? Wer hat am meisten geloost? Wer hat die geilste Karre? Wer ist crazy? I am not guilty of these allegations. Die Viva Entertainment Show, jetzt gleich. Weiter geht's jetzt hier bei Neu mit dem letzten Videoclip für heute und der kommt von Rihanna. Und die Videoproduktionsfirma hat die Rihanna gefragt, Mensch, wir haben ja jetzt schon so viele Videos gedreht, uns fällt gar nichts mehr ein. Rihanna, was schlägst du denn vor? Und dann hat die Rihanna gesagt, also wenn ich mir das selber aussuchen kann, dann würde ich gerne erstmal so ein bisschen am Strand rumliegen. Dann kommen noch ein paar Freundinnen von mir vorbei, dann gehen wir ein bisschen shoppen. Danach wird gefeiert und zwischendrin hätte ich gerne noch einen schwarzen, hübschen Mann, an dem ich mich reiben kann. Und weil die Rihanna ein internationaler Superstar ist, wird das genauso gemacht. Wenn ich hier sage, ich hätte gerne einen schwarzen Mann, an dem ich mich reiben kann. Meint ihr, das interessiert irgendwen? Aber egal, ich will jetzt gar nicht weiter darüber reden. Hier kommt die Rihanna mit We Ride und das war's schon für heute. Auf Wiedersehen.